Als Moderatorin für diesen Themenblock haben wir Frau Marina Petter. Sie arbeitet in der Afrika-Abteilung von Brot für die Welt. Sie hat sozusagen den kürzesten Weg hierhin. Dort arbeitet sie als Beraterin für Analyse und Advocacy. Über mehrere Jahre hat sie den European Focal Point des ökumenischen Netzwerks Sudan und Südsudan geleitet. Und seit den frühen 80er Jahren beschäftigt sie sich mit den Themen aus dem Bereich Migration und Flucht. Auch hier merken Sie, dass die Verbindung zu dem Thema, das Sie moderiert, gegeben ist. Ich gebe Ihnen das Wort. Ganz herzlichen Dank. Herzlich willkommen zurück aus der Mittagspause, auch von mir. Ich hatte gerade ein Gespräch, wo mir ein Herr gesagt hat, müssen Moderatoren und Moderatorinnen eigentlich immer so viel selber reden? Nein, wir müssen nicht. Aber ein paar Vorbemerkungen kann ich Ihnen leider auch nicht ersparen. Die erste Vorbemerkung, diese Zeit nach der Mittagspause ist ja normalerweise immer die am undankbarsten, weil alle ein bisschen müde sind, viele Gespräche schon gelaufen sind. Ich kann Ihnen versprechen, Sie werden nicht einschlafen bei dem tollen Podium, was ich hier habe mit drei tollen Frauen. Wir haben ganz außen Dr. Annette Weber von der Stiftung Wissenschaft und Politik, der wir ganz besonders dankbar sind, nicht weil sie einen weiten Weg hatte, aber weil sie ganz kurzfristig gestern noch eingesprungen ist für den Vertreter von der IOM, der leider absagen musste. Ganz herzlich willkommen. Wir haben mit einem weiten Weg hier zu meiner Rechten Dr. Angeline Ngeo, die ursprünglich aus Kamerun kommt, im Moment für ICO arbeitet, in einem Projekt besonders zu Migrationsfragen auch und in Uganda sitzt. Und wir haben hier zu meiner Linken Jasmin Fritsche. Sie hat es in ihrer Ankündigung als Vertreterin einer NGO. Sie ist aber momentan auch wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Ruhr-Universität und in dieser Eigenschaft forscht sie zu Flüchtlingen, insbesondere zu palästinensischen Flüchtlingen. Sie wird uns vielleicht nachher dazu noch mehr erzählen. Ihr Fokus hier ist aber Ägypten. Ich würde ganz gerne kurz noch etwas zu diesem ominösen Khartoum-Prozess sagen, weil ich unter anderem ja lange zu Sudan gearbeitet habe und wir die Frage haben, werden jetzt alle Menschenrechte geopfert zugunsten von Zusammenarbeit mit Despoten? Und wenn man alleine den Namen schon hört von diesem Prozess, kann man schon ins Grübeln kommen. Was wissen wir von diesem Land Sudan, was wissen wir von Khartoum und was wissen wir vor allen Dingen von der Regierung in Khartoum? Wir wissen, dass das eine islamistische Regierung ist, die sich 1989 an die Macht geputscht hat. Wir wissen, dass sie in großem Ausmaß Flüchtlinge produziert hat und weiter produziert. Es gibt eine Untersuchung von zivilgesellschaftlichen Organisationen aus dem letzten Jahr aus dem Sudan. Die haben repräsentativ Menschen befragt, ob sie sich vorstellen könnten oder ob sie den Wunsch haben, das Land zu verlassen. Die Antwort ja kam von 67% der Bevölkerung. Dieses Land ist ein Land, wo, wenn wir die Pläne, die das BMZ unlängst veröffentlicht hat, das bisschen, was es veröffentlicht hat, zum Beispiel mit zivilgesellschaftlichen Gruppen und Kirchen im Sudan und in Eritrea zusammenzuarbeiten in diesem sogenannten Khartoum-Prozess, kann man sich fragen, gibt es da überhaupt noch Kirchen, mit denen man zusammenarbeiten kann? Gibt es überhaupt noch freie Zivilgesellschaft, die man vielleicht stützen kann? Also von welchen Voraussetzungen alleine dort geht eigentlich unsere Regierung und die Europäische Union aus? Die anderen Fragen, die man sich natürlich stellen muss, wie ist das? Da gibt es einen Präsidenten, der immerhin seit Jahren mit Haftbefehl vom Internationalen Strafgerichtshof belegt ist. Und nicht nur er, sondern auch Minister aus seiner Regierung. Das ist nur das eine Land, das ist nur dieser Sudan, der selber Durchgangsland ist von Flüchtlingen, der Flüchtlinge produziert, der Flüchtlinge aufnimmt. Ich sage nicht zu Eritrea, da werden wir gleich sehr viel im Anschluss noch hören. Aber ich möchte Sie noch mal daran erinnern, weil bei dem Khartoum-Prozess häufig immer gedacht wird, es wird häufig gesagt, es sind nur die Länder, Sudan weiß man immer, Eritrea, Somalia fällt einem manchmal noch ein. Das geht aber weit darüber hinaus. Dazu gehören auch, als ich 2014 im November die diversen Länder versammelt haben, gehört aber auch der Südsudan, ein Land, was im Prinzip keine existente Regierung mehr hat und gerade jetzt durch die neue Hungersnot wahnsinnig viele Flüchtlinge neu produziert.
Dazu gehört Djibouti, dazu gehört Ägypten. Anwesend bei der Versammlung war auch Tunesien zum Beispiel. Dazu gehört auch Kenia. Und vorhin wurde die Frage gestellt, wer verhandelt eigentlich mit wem? Die Afrikanische Union wurde schon kurz angesprochen. In unserem Zusammenhang spielt eine ganz wesentliche Rolle IGAD, der regionale Zusammenschluss am Horn von Afrika, mit dem viel ausgemacht wird an Verträgen, an dem, was wir alles nicht wissen, wenn ich es vielleicht mal so formulieren darf. Die Afrikanische Union hat sich explizit bekannt zu diesem Prozess. Dazu werden wir vielleicht auch noch mehr hören. Und vor allen Dingen natürlich die Europäische Union. Ich schließe gleich ab, vielleicht mit einem letzten noch. Die Außenbeauftragte der Europäischen Union hat sich unlängst mit dem Außenminister des Sudan getroffen, mit Ibrahim Gandour in Brüssel am 16.02. Und sie haben, ich finde diese Erklärungen immer so schön, weil dann wird vereinbart, wie man, Deutschland arbeitet zum Beispiel auch mit Polizei zusammen, jetzt mit Polizeiausbildung im Sudan. Und man spricht darüber, wie man die Zusammenarbeit stärken will, wie man vielleicht eben dazu kommen will, dass im Sudan Eritrea zurückgehalten werden, indem sie eine wunderbare Ausbildung bekommen. Und man spricht über alle möglichen Programme, die ersten Millionen sind übergeben. Und dann kommt immer in so Nebensätzen, man weist aber auch noch darauf hin, dass die Menschenrechtslage natürlich nicht gut ist und dass es weiterhin Krieg gibt und man davon ausgeht, dass dieser Krieg bald beendet wird. Mit diesen einführenden Worten begrüße ich nochmal Dr. Annette Weber. Annette Weber ist eine ganz, ich glaube, eine der wichtigsten Expertinnen, wenn es ums Horn von Afrika und darüber hinaus geht, die wir hier haben. Sie hat sich lange Jahre mit allen Ländern dort beschäftigt und mit besonders natürlich auch mit Sicherheitsfragen und auch mit Migrationsfragen. Und ich bin wirklich sehr dankbar, dass du da bist. Und wir haben Sie gebeten, den ersten Aufschlag zu machen, noch einmal einen Blick zu werfen auf das Horn, bevor wir dann im nächsten Schritt zu Eritrea und zu Ägypten gehen. Herzlich willkommen, Annette. Ja, vielen Dank. Ich würde ganz gerne die nächsten drei Schritte folgendermaßen, und ich hoffe, dass Marina mich zurückpfeift, wenn es zu lange wird, doch noch mal ein paar kritische Fragen zu unserem Diskurs zum Khartoum-Prozess stellen. Und dann doch noch mal kürzer oder vielleicht auch länger auf die Konflikt- und Fluchtursachen am Horn eingehen. Und zum Dritten, was sich dann eben zeigt und was sich darstellt, dass wir von den ungefähr 6 Millionen Flüchtlingen am Horn von Afrika eine mikroskopisch kleine Menge an Leuten haben, die sich überhaupt auf den Weg nach Europa macht. Also quasi damit wieder die Klammer zu schließen und zu fragen, warum gibt es denn dann überhaupt jetzt diesen Khartoum-Prozess? Was treibt uns und was hat das dann auch wieder vielleicht für Auswirkungen auf die Situation nicht nur der Konflikte vor Ort, sondern vor allem auf die Situation der Menschen, die am Horn von Afrika auf der Flucht sind, aus unterschiedlichsten können wir vielleicht das, achso, ich soll das machen, ne? Ich wollte eigentlich diese Karte, genau, ich hoffe, Sie können das auch von weiter hinten sehen. Das ist ein Ausschnitt, gibt es hier sowas wie so ein Pointer? So ein Pointer? Muss ich da irgendwo draufdrücken? Ja? Ich wollte nur nicht. Okay, ich hab's. Ich stelle mich jetzt mal kurz neben diese Karte hin, einfach nochmal, um zu sehen, über welche Region wir sprechen. Wir sprechen Sudan, wurde schon angesprochen, Südsudan, Eritrea, Äthiopien, Somalia. Das sind die Hauptländer, das sind auch die Hauptkrisen- und Konfliktländer in der Region. Ich würde das ganz gerne zum einen nochmal ausweiten, wie sieht die Region drumherum aus und dann später nochmal darauf zu sprechen kommen, was sind denn die Fluchtrouten, und da wird dann einfach nochmal offensichtlich, warum der Sudan so wichtig ist, und vielleicht kann man daraus dann auch nochmal ableiten, warum das für den Sudan vielleicht oder für viele Leute im Sudan doch lukrativer ist, Flüchtlinge weiterhin nach Libyen zu transportieren, als sich mit Projekten aus der EU zufrieden zu stellen. Das ist so das, was ich jetzt erstmal vorhabe. Ich denke, wir werden später dann nochmal zum Khartoum-Prozess einiges hören oder auch diskutieren. Vielleicht ganz grundlegend, das ist auch interessant, Marina Peter hat das schon genannt, der Khartoum-Prozess existiert quasi seit also formal existiert der Khartoum-Prozess seit November 2014. Die Innenminister der genannten Länder, aber auch
Vertreter Libyens und Vertreter von UNHCR, also dem UN-Flüchtlingshilfswerk, IOM und anderen, nehmen an diesem Prozess teil und eben auch die AU. Das zum einen, der Prozess existiert aber letztendlich quasi als Diskurs hier in Europa deutlich greifbarer als Realität vor Ort, weil tatsächlich aufgelegt wurde, was für Projekte man sich vorstellen kann, aber bislang noch kein einziges dieser Projekte irgendwo in der Realität angekommen ist. Und warum das so ist und warum sich die Eliten im Osten oder am Horn von Afrika vielleicht doch sehr anders verhalten als die Eliten in Westafrika, ich glaube, das ist vielleicht für unsere Diskussion heute auch nochmal von Interesse. Das mag damit zusammenhängen, also eine der Konfliktursachen, die staatliche Verfasstheit. Die staatliche Verfasstheit am Horn von Afrika stellt sich entweder so wie in Somalia oder im Südsudan dar, nämlich dass der Staat quasi nicht vorkommt oder dass der Staat so mit sich selbst und der eigenen Regimestabilisierung befasst ist, wie im Südsudan, dass zwischen Staat und Bevölkerung relativ wenig Interaktion stattfindet, aber auch keine Kontrolle über die Bevölkerung stattfindet. Oder anders gesagt, der Staat durch seine Armee durchaus auch Krieg gegen die eigene Bevölkerung führt. Das ist im Sudan sicherlich nicht anders. Sie erinnern sich an den letzten oder an die letzten großen Kriegswellen davor. Dafür wurde auch schon gesagt, ist der Präsident und einige seiner Minister vor dem Internationalen Strafgerichtshof angeklagt. Auch im Sudan ist es so, dass die Regierung tatsächlich Krieg gegen die eigene Bevölkerung führt, aber anders als im Südsudan hat der Sudan eine große Durchdringungsmächtigkeit. Das heißt, dort gibt es sehr viel mehr Möglichkeiten der Kontrolle über die eigene Bevölkerung, über NGOs, über ja, Leute, die auch über Flüchtlinge, als das im Südsudan der Fall ist. Und vielleicht der stärkste oder der kontrollierteste, der repressivste auch, der autoritärste, diktatorischste Staat findet sich sicherlich im Augenblick in Eritrea. Das bedeutet eben auch, und das ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied zu Westafrika, dass dort längst durchgesetzt ist, was im Rabat-Prozess vielleicht verhandelt wird, dass es eben keine Ausreisemöglichkeiten gibt. Also dass in Eritrea zum Beispiel die Ausreise für den Großteil der Bevölkerung nicht nur nicht möglich ist, sondern illegal ist, solange sich die Leute im nationalen Dienst befinden. Dazu kommen wir, oder kommt meine Kollegin nachher. Aber es ist einfach wichtig, das nochmal zu verstehen, dass man aus dem Sudan oder aus Eritrea nicht einfach ausreisen darf. Das ist quasi nicht gewollt und auch nicht kann. Also nicht nur muss man dafür quasi sich auf Schlepper verlassen, sondern riskiert im Falle von Eritrea eben auch eine Anklage wegen Treason, wegen Staatsverrat. Genau. Und ich glaube, das sind nochmal so ein paar Eckpunkte, die das verdeutlichen sollen, warum wir das in Ostafrika oder im Horn von Afrika mit einer anderen Grundlage zu tun haben und warum auch wenig davon auszugehen ist, dass die Interessen der Europäer da jetzt quasi einen Riegel vorzuschieben vor der Migration, die eben hauptsächlich durch Eritrea in dieser Region entsteht, dass davon nicht auszugehen ist, dass die Regierungen sich da von irgendjemand irgendwas sagen lassen. Die werden sich sicherlich finanziell unterstützen lassen, aber von kaufen kann bei diesen Regimen nicht die Rede sein, weil sie sicherlich das nicht durchführen oder sich nicht instrumentalisieren lassen, sondern ihre Regimesicherheit weiterhin als höchstes Gut sehen. Und dafür, und ich glaube, das ist auch wichtig, das ist vielleicht in Westafrika auch ein bisschen anders, dafür natürlich auch sehr gezielt darauf bauen, dass Rücküberweisungen aus der Diaspora von Flüchtlingen, wie in Eritrea zum Beispiel ganz direkt über den Staat, aber in Somalia, im Sudan, im Südsudan, nicht nur einen großen Teil quasi das Funktionieren des Lebens in diesen Ländern ausmacht, sondern natürlich auch sehr viel Druck von den Regierungen nimmt, weil gar nicht an die Regierung gedacht wird, wenn man an Bildung, wenn man an Krankenversorgung denkt, sondern die Leute ohnehin das selber regeln. Also der Staat da gar nicht in Druck kommt, sich verantwortlich zu fühlen. Auch da gilt dann natürlich, dass sowas wie die Vorstellung, man könnte jetzt von europäischer Seite Druck auf diese Staaten ausüben, doch relativ reduziert. Ich überspringe so ein paar Bilder, ich möchte aber so ein bisschen aufzeigen, wie unterschiedlich nicht nur die Fluchtursachen in der Region sind, sondern auch wie die Leute quasi fliehen, wohin sie fliehen und was die Realität vor Ort beschreibt. Das sind vielleicht nochmal so ein paar grundlegende Zahlen, da müssen wir uns jetzt nicht mit aufhalten. Interessant für
finde ich dennoch, dass wenn man jetzt davon ausgeht, dass wir ungefähr 61, 62 Millionen weltweit Fliehende haben, dass 10% dieser weltweit Fliehenden tatsächlich am Horn von Afrika fliehen und fliehen müssen. Die Herkunftsländer der weltweiten Flüchtlinge, also das hat jetzt eben nichts damit zu tun, wo sie hingehen, sondern wo sie herkommen, wo die Konflikte sie dazu zwingen, quasi zu fliehen, zeigt sich hier klar Syrien und Afghanistan, aber dann eben Somalia. Und dann der Südsudan und der Sudan, die Demokratische Republik Kongo, Zentralafrikanische Republik. Das sind fast alles Länder, wo kaum jemand hier ankommt, aber wo eben ein sehr großer Teil der Bevölkerung entweder im eigenen Land als Vertriebene, als Kriegsvertriebene lebt, in ständiger Vertreibung lebt oder als Flüchtling in der Region. Da ist Eritrea erst sehr viel weiter unten. Die Asylantragsteller in Deutschland, das ist jetzt auch nicht wirklich mein Thema, aber ich denke, es ist trotzdem nochmal interessant zu gucken. Auch da spielt quasi das Horn, ja, die achte Rolle erst und nicht, das ist nicht das brisante Fluchtherkunftsregion, wie es manchmal zu sein scheint. Hier so eine Korrelation zwischen bewaffneten Konflikten und Flüchtlingen. Ich glaube, das zeigt einfach nur, dass für das Horn von Afrika weiterhin bewaffnete Konflikte und Kriege, innerstaatliche Kriege, Bürgerkriege, der Hauptgrund sind, warum Leute ihre Dörfer verlassen müssen, warum Leute auch ihre Länder verlassen müssen. Zum Sudan hatte ich ja einführend schon eines gesagt. Ich finde trotzdem nochmal interessant, die Zahl 2015 zwischen 500 und 3000 Flüchtlinge aus dem Sudan in Deutschland. Und das nochmal einfach so aufzuzeigen, wo gehen die Leute aus dem Sudan eigentlich hin? Und da lässt sich natürlich nochmal ganz massiv zeigen, die meisten Leute, die im Sudan vor dem Krieg fliehen, bleiben im Land. Fliehen zum Beispiel in Darfur, 2,5 Millionen Menschen, die in Darfur selbst fliehen, entweder quasi dauernd fliehen, weil die Konflikte virulent sind, akut ausgetragen werden, oder zwischen Flüchtlingslagern, die aufgelöst werden, die angegriffen werden und ihren Ursprungsregionen fliehen, oder zwischen all dem und den Nachbarländern fliehen, also in der quasi Dauerbewegung sein müssen, weil sich die politische Situation in Darfur so schnell ändert und weil die Politik, die Regierung in Darfur auch mit den Flüchtlingen oder mit den intern Vertriebenen betreibt, eben permanent Leute zwingt, auch die anscheinend sicheren Lager zu verlassen. Dann eben auch die große Zahl der Menschen, die in die Nachbarländer flieht. Auch das zeigt sich, und das zeigt sich vielleicht im Südsudan noch mehr, dass auch das natürlich für die Nachbarländer, die, das muss ich glaube ich nicht sagen, sehr, sehr, sehr viel ärmer sind und selbst fast alle mit eigenen Konflikten behaftet sind, eine unglaubliche Belastung ist. Ich glaube, heute Morgen, oder habe ich es geträumt, ich weiß es nicht mehr, ging es darum, was passiert eigentlich, wenn so viele Menschen aus dem Südsudan, aber auch aus dem Sudan in die Nachbarländer fliehen, wo die ethnische Komponente quasi dann ins Rutschen kommt, weil aus dem Südsudan Nuer nach Gambella in Äthiopien fliehen und Äthiopien dann ein Problem mit dem ethnischen Föderalismus bekommt, weil dann auf einmal die Balance in Äthiopien sich verschiebt. Das sind ganz reelle Problematiken und mit denen gehen die Länder natürlich um, indem sie die Flüchtlinge hin und her schieben oder eben auch instrumentalisieren. Instrumentalisieren geht natürlich am besten, wenn man Flüchtlinge in Flüchtlingslagern hat. Ich werde am Beispiel von Somalia dazu nochmal zu sprechen kommen. Auch da, glaube ich, muss man sich in dieser ganzen Diskussion um Fluchtursachen und um Umgang auch nochmal sehr viel kritischer mit dem befassen, was wir hier eigentlich erwarten, nämlich Sichtbarkeit und, also was zum Beispiel der Khartoum-Prozess erwartet, nämlich Sichtbarkeit. Und dass das vielleicht genau das ist, was die Unsicherheit für Flüchtlinge dann bewirkt. Sichtbarkeit lässt sich eben in einem Flüchtlingslager besser darstellen, als wenn es langjährige Integrationsprojekte in die Nachbarländer geben würde, die auch natürlich dann sehr viel teurer und sehr viel komplizierter zu finanzieren wären. Der Südsudan, auch da jetzt gar nicht so sehr in die Vergangenheit zurückgehen, seit 2011 unabhängig vom Sudan,
Hat es leider nur 2 Jahre geschafft, quasi in dieser Unabhängigkeit nicht wieder in den eigenen Krieg zu rutschen. Wir haben jetzt Zahlen auch von hier, haben wir noch 2,5 Millionen intern Vertriebene. Diese Zahlen werden sich sicherlich durch die Hunger und die Dürre in der gesamten Region in diesem Jahr nochmal verstärken. Das heißt, auch dort haben wir es eigentlich mit einer Bevölkerung zu tun, die, wir hatten heute Morgen Gespräch mit der humanitären Chefin der UN im Südsudan, die davon gesprochen hat, dass über die Hälfte der Bevölkerung letztendlich davon abhängig ist, von außen versorgt zu werden. Also auch dort sind natürlich Fluchtursachen evident und offensichtlich. Eine Regierung, deren Elite sich zweigeteilt hat und die nicht nur alles Geld in weitere Aufrüstung investiert, sondern eben auch vor allem Krieg gegen die eigene Bevölkerung jetzt entlang ethnischer Linien führt. Das sind natürlich Fluchtursachen, die wir sicherlich die nächsten Jahre im Südsudan und in den naheliegenden oder umliegenden Ländern nicht nur noch sehen werden, sondern wo die Konsequenzen sich noch zeigen werden. Wir haben im Südsudan hier, also bei Lokitokio und dann auch weiter unten in Kenia, waren Südsudanesinnen und Südsudanesen über Jahrzehnte eigentlich immer in großen Flüchtlingslagern untergebracht, was eben ähnliche Problematiken darstellt, wie das jetzt für somalische Flüchtlinge in Dadaab der Fall ist. Keine Zukunftsmöglichkeiten, also Flüchtlingscamps, die wirklich in the middle of nowhere sind, wo man nicht anbauen kann, wo man sich keine Zukunft aufbauen kann, wo die Problematik der Bildung, die Problematik der Ausbildung sich all das stellt und im Augenblick eben genau der Run wieder auf diese Flüchtlingslager stattfindet durch den Krieg im Südsudan. Und auch hier sehen Sie an den Zahlen, 200, ja, ich denke, das sind schon längst über 250.000, 350.000 ungefähr in Äthiopien. Also doch ein sehr großer Influx von Flüchtlingen in die Nachbarregionen und das hatte ich schon gesagt, anhand des Sudan, eben in Regionen, die nicht besonders gut dafür aufgestellt sind, Flüchtlinge zu integrieren und auch die nötigen Mittel nicht haben. Okay, ich straffe. Gut, dann komme ich jetzt einfach zu Somalia und dann hoffe ich, da sind wir bei, was wir tun können. Soweit sind wir noch lange nicht. genau, ich glaube, dann belasse ich es bei Somalia damit einfach nochmal auch da zu sagen, auch hier haben wir es quasi mit Krieg als hauptsächlicher Fluchtursache zu tun, nur in Somalia vielleicht nochmal in einer anderen Konstellation, weniger ein Bürgerkrieg, sondern eine dschihadistische Gruppierung, die gegen die somalische Regierung und aber eben auch gegen die Friedensmission der Afrikanischen Union kämpft und andersrum. Aber eben auch dort diese bewaffneten Konflikte dazu führen, dass die Bevölkerung nicht oder zu großen Teilen nicht dort leben kann, wo sie eigentlich herkommt. Ich denke, ich würde vielleicht auf den Khartoum-Prozess dann im Gespräch lieber nochmal zurückkommen und das jetzt mal so als als Rückinformation dabei belassen und an die Kollegin weitergeben. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Annette. Sie haben gemerkt, wir hätten jetzt noch lange weiter zuhören können, weil die Lage ja wirklich sehr komplex ist und wir gerade von Annette auch viele Einzelheiten erfahren können. Die Zeit lässt das nicht zu. Wir gehen jetzt von diesem größeren Überblick speziell auf ein Land, auf Eritrea und auf die Flüchtlinge aus Eritrea, die besonders im Fokus stehen, schon lange bei meiner Kollegin Dr. Angeline, die beobachtet hat, was passiert mit Human Trafficking. Ich glaube, es war heute Morgen schon erwähnt worden, es ist in der Süddeutschen am Wochenende ein langer Artikel gewesen zu eritreischen Flüchtlingen, gerade auch in Khartoum. Ziemlich furchtbar die Lage, für diejenigen, die es gesehen haben, werden das gehört haben. Und Angeline ist eine der wichtigsten Kennerinnen dieser Situation und es gibt Projekte, um das auch noch weiter zu beobachten. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass du kommen konntest und uns jetzt speziell noch mal was erzählen wirst zu der Situation in Eritrea von eritreischen Flüchtlingen. Ganz herzlich willkommen. Thank you very much, Marina. I've opted to speak in English because I was hoping that we would have a consistent group of probably refugees or even their representatives here. But actually, ich freue mich immer wieder nach Deutschland zu kommen. Und bevor ich jetzt auf Englisch weitermache, möchte ich mich erstmal nochmal, ich bedanke mich
unendlich, immer an Deutschland, weil Deutschland mich zu dem gemacht hat, was ich bin. Und ich habe sehr gerne in Heidelberg studiert und komme immer wieder gerne auf die Lobbyplattformen hier, um irgendwie mein Anliegen irgendwie den Leuten hier nahezulegen. Und having that said, thank you very much for being able to voice my to be able to present our efforts. And this is also the end of a very long process, which we try to work on with Marina, to raise more awareness on what is really going on in Eritrea or with Eritreans around the diaspora. So I've been managing a program in Uganda, which made very early on, about 10 years ago, its main focus to look at the trajectory of Eritreans from the moment they leave the country to wherever they end in Europe or elsewhere in the diaspora. And the good thing about it is to see that, why am I talking about Eritrea? I should say it, because I could have talked about Somalia or South Sudan, which are also part of my portfolio. But I'm talking about Eritrea today. As you see from the map, it's a very tiny country. But a tiny country which produces an average of 5,000 refugees every month is already quite consistent for a country of maximum 6 million inhabitants. And also, why am I talking about Eritrea today? Is that the Afewerki, Isaias Afewerki regime, was actually partially set up also with development funding. When Isaiah was in exile in the Netherlands, I remember many European Christian organizations supported their activities, their platform. So the lobby was really behind him because he was really viewed as the person who could really bring back reason and decency into that country. But Isaias, as we see today, has become the serpent that you breed and which in turn bites you off. So I would like to raise that here because I think this is quite an interesting platform, and I noticed that quite a good number here have worked in the development cooperation also in countries of the South. So it's maybe this is also another way of thinking, how far do we, when we support such initiatives, when we support opposition, country oppositions in from oppressive regimes in the north, how far do we do harm? Or do we really think about all the corners? Do we consider everything before we work with them? As I said, the regime Isaiah was partly set up with Christian or funding from Christian European organizations. So I would like to come back now to the point. Eco-cooperation actually is the Dutch version of Bread for the World. But we have worked together on quite a number of things. And actually, I took a lot of passion to this specific situation of Eritrea. And as we have seen from previous presentations, the push factors in West Africa are a lot more economic. Or just the natural migration, because if animals migrate, we see in the countries when the birds are flocking from Europe here to Africa and back, nobody asks them for their visas. So I think even human beings also, you know, they are bound to migrate. But the question is, you know, that now will bring us to a lot of questions today, if all these border protection policies will really be productive on a long term. Because I think in trying to quell down the influx, a lot is being done looking at the short and medium term. But what will be the impact of all that in the long term? That is also one of the considerations. The program we have, coming back to Eritrea, if in West Africans, from the West African perspective, we talk of migrants, talking about the Khartoum process now as the eastern version of the Rabat process, we talk of refugees. Because as we have seen from Annette's presentation, it's a very volatile region. And we find ourselves now, it's really interesting to see the European Union negotiate with countries that they actually diabolized as being repressive, as being dictatorships, you know, to see how all of a sudden we are not discussing with them how they can help keep European borders safe. So my presentation today, in as much as I'm talking about Eritreans, I would like to focus on those who are in transit countries.
Because if now the Khartoum process foresees how you can how to successfully repatriate migrants, in the case of Eritreans, no one can repatriate them. So the thing is that they end up being dumped in these transit countries. And the transit countries I'm focusing on today will be Ethiopia, Sudan, and Uganda. I would have mentioned Rwanda, but I don't want to mention Rwanda because although it is well known that the Israeli government, after bombing the Sinai camp under the pressure from the international community, signed an agreement, although they are denying it, with Rwanda and Uganda to get the refugees, and we know actually how it works and how much they are given and what happens. So this is actually evidence. We see that if we notice what happened to Rwanda, when the first time I heard that 2 years ago, my while I was shouting, the question was, Rwanda doesn't have enough space for its own population. Where are they going now to take to have space to relocate or even to settle the Eritreans when they are signing? You know, because officially it is clearly denied that there are any undertones, weapons, or arms exchange for that. But Eritreans are being sent to Rwanda. But what I say, an average stay for any Eritrean going to Rwanda is 2 nights, so 3 days. The question now is, how do they end up? How do they move from there? So I would like to focus on these countries, on the few, on the conditions in those countries, and then at the end, of course, during the discussions, I would like also to voice what I think could be done. And also, one of the key aspects also in my presentation will focus on the Valletta Action Plan. So, which is actually the most recent action plan being currently implemented, and which is actually the document driving all the agreements being signed, you know, suddenly to see those 100 million being actually pledged for Sudan. And my question now, looking at the countries of transit, for one, looking even at the conditions, if we look, let's put aside a country like Ethiopia, which is trying to take the Chinese model, which is really driving the economic development and actually undermining, while actually not even speaking about human rights. They don't want to hear about human rights, but they are encouraging investment and have embarked on a quite strong economic incentives. So, but they are also receiving. What happens in Ethiopia? Eritreans have the right, have the access to education facilities in Ethiopia, but they have no access to the labor market. They are not allowed to work. So the question now will be, if the funds are channeled now to the government of Ethiopia to help them, how do you help somebody who is allowed to work, who is allowed to study, but who is not allowed to work? Two, we go back to the Sudan. In the 80s, before the 90s, Eritrean refugees in Sudan had the right to be employed, to be trained and employed in the private sector. And I'm even quite aware of some German civil society organizations who even launched some programs in the Kassala refugee camps, training Eritrean refugees in actually menial works, even them technical trainings, which actually helped them find their feet in the local economy. But those incentives have long been banned. They've long been removed. So now Eritreans end up in camps. And I remember one high European diplomat, one of the facilitators of the Khartoum conference in 2014, telling me in Khartoum that Sudan has 4 neurosurgeons. 3 of them work in Kassala. So what does it mean that they work in Kassala? That's where they harvest human organs to be shipped and sold to Southeast Asia. So the question now was, when I'm looking at all these restrictions, looking at, you know, it's applaudable to see the EU summit action plan include incorporating migration in development cooperation. And also supporting the transition from relief to rehabilitation to development, as it is said. But how does that happen in a transit country like Sudan? First of all, my question now is that not a further breeding ground for repression, even for social unrest
if their own youth in their the country themselves have no access, are actually among the highest, the most unemployed are the youth. Now the question is, how will the funds now be channeled to supporting refugees in a country which is considered transit to the disadvantage of their own youth? Where will that support go? In which economy would those people being trained or being actually supported by those funds, in which economy will they be allowed to thrive, or will they be allowed to be integrated? I go now to the third country, Uganda. Uganda, definitely, very much signed. We are so happy that our president won the election again by over 60%. And you can see with the empty streets of Kampala, you can see how far we are jubilating. We are so happy. Even our opposition leader is in and out of jail. So that really shows how democratic we can be. Now, if we look at other than the arms deal, in terms of the Refugee Act in Uganda, it's known to be the most progressive, because Uganda actually being in that region surrounded by virtually volatile context completely, because me personally, I don't consider Rwanda a stable country. So, and looking at those refugees, they are allowed to be registered. But you have among Eritreans, there are two refugees. Those who come by themselves and end up in Uganda or on their way to Libya when they are repatriated, the question now is, they have some paper. As long as you have a paper, you can get registered. It takes maximum 2 months to get your refugee status. But what happens to those who have been repatriated from the Sinai? This is a scenario. They come, they are given about $1,000, they put them in a hotel. When they reach Kigali, they just take them from the airport, take whichever document the Israeli government has given them as identification form, seize it from them, put them in a hotel. After 2 nights, the third day, they are shipped, put in a bus, and left at the border to Uganda. So Uganda becomes a very important transit point. Those who land directly in Uganda go through the same process. But then the Ugandan authorities will tell them that if you don't have any form of identification, we can't accept you, we can't register you as a refugee. So which means that you end up having two classes of Eritrean refugees in Uganda. Those who came from Israel, they are not allowed to be registered. They will never have a status. So they end up working out any form of fake documents to get their way again, try to smuggle their ways, usually through South Sudan, back to Khartoum and find themselves in Libya, hoping that somewhere, maybe some traffickers will be able to smuggle them through the Mediterranean. So I'm raising all these points just to give an approximate picture of what is going on. So now my next question, my last question now will become, I don't know, maybe I will go a lot more into how I think we could start looking at the situation. But the one point I want to say here to close is that there is one very important consideration when you're talking about refugee situations, from the Horn into Europe, is to make sure that the EU papers, what I've noticed is that talking out when they are negotiating with the countries on the border protection, all the mechanisms are clearly spelled out. The conditions are clearly spelled out. Even when they are negotiating with the countries, everything is clear. But now, the way the whole action plan has been framed in terms of the countries of transit, the situation helping or supporting the refugees in the countries of transit or in the repatriation in the countries of origin, it's completely blurred. It says nothing. So it gives a lot of room. So now my question is, what will happen if I'm talking about Eritrea, where actually the refugees cannot be repatriated? Because everybody knows what will happen when they will be charged with treason and indefinitely put in jail. So I would like us to look into that. So if interpreting that action plan now has to focus, really put more emphasis on addressing the push factors from the countries of origin. Because dumping them wherever they are will just create conducive environment for more explosions. Thank you very much. Mm-hmm.
Ganz, ganz herzlichen Dank, Dr. Angelin. Ich denke, es ist nochmal deutlich geworden, wie wichtig das ist, dass wir auch Stimmen hören von denen, die direkt sozusagen vor Ort in Afrika sind. Das haben wir heute Morgen schon gemerkt, weil das dann doch auch nochmal ein anderer Blickwinkel ist und nochmal eine besondere Intensität gibt. Ganz herzlichen Dank dafür. Die Frage, was passiert eigentlich, wenn ein ganzes Programm wie der Khartoum-Prozess auf Repatriation zum Beispiel ausgerichtet ist, aber man kann gar keine Leute repatriieren. Ich denke, das ist eine der wichtigsten Fragen. Und das Dritte, was wir vielleicht heute hier nicht beantworten können, was eine Frage ist, die mich praktisch auch Tag und Nacht umtreibt, weil ich lange mit Südsudan zu tun hatte, wen unterstützen wir eigentlich, wenn wir sogenannte vielleicht entweder Rebellen oder heroische Opposition unterstützen? Wissen wir eigentlich, was wir tun? Aber das ist eine Frage, die wir bei einer anderen Veranstaltung sicherlich beantworten müssen. Wir haben eben schon über Transitländer gesprochen. Ägypten ist auch, zwar inzwischen auch ein Land, aus dem viele Menschen weggehen müssen, ist aber auch ein Transitland, insbesondere auch für Syrer und Palästinenser immer schon gewesen. Und ich freue mich, dass Jasmin Fritsche hier ist, die lange in Ägypten gelebt und gearbeitet hat und genau mit diesen Transitflüchtlingen zu tun gehabt hat. Ganz herzlichen Dank und herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, wie Marina vorhin gesagt hat, bin ich hier als Vertreterin des Center for Refugee Solidarity, eine Organisation, die sich aus Ägypten raus, aus einem Civil Society Movement rausgebildet hat und inzwischen in Schweden registriert ist. Und damit sind wir auch schon am zentralen Punkt der Problematik in Ägypten. Und in meinem kurzen Input möchte ich genau darauf eingehen, wie sich die Arbeit in Ägypten mit Flüchtlingen gestaltet und wie die Arbeit von der Situation in dem Land beeinträchtigt ist. Ich fange da an, wo auch das Center for Solidarity angefangen hat, im Sommer 2013 im Umbruch in Ägypten, in der Situation, in der damalige Präsident Mohamed Morsi gestürzt wurde und sich das Land in eine neue Richtung oder auch wieder eine alte Richtung zurückbewegt hat. Genau in dieser Zeit haben wir gesehen, dass die syrische Bevölkerung, die in Ägypten zu dem Zeitpunkt teilweise als anerkannte Flüchtlinge, teilweise tatsächlich einfach mit der Bevölkerung gelebt hat, da sie eine eigene Beziehung mit Ägypten haben, kein Visa brauchten, die Arbeitserlaubnis hatten, die instrumentalisiert wurde in einem politischen Prozess, der stattgefunden hat in dem Land. Und wir gesehen haben, wie sich eine Gesellschaft innerhalb kürzester Zeit gegen diese Gruppe gewendet hat. Und das war eine Beobachtung, die vor allem in Alexandria zu Situationen geführt hat, in denen syrische und palästinensische Flüchtlinge aus Syrien vielfach verhaftet wurden, ausgewiesen wurden. Das hat in dem Zeitpunkt vor allem Menschen betroffen, die schon im Land waren. Das hat vielfach so stattgefunden, dass sie tatsächlich entweder einfach auf der Straße aufgegabelt wurden, zu Polizeistationen geführt wurden und aus diesen Polizeistationen zurückgeführt wurden in die Länder, aus denen sie kamen. Das war oft dann der Libanon oder Jordanien. Ägypten meinte, es würde das ganz geschickt machen, indem man sie nicht ausweist, sondern sie mussten ihre eigene Rückreise selber bezahlen und demnach sind sie dann einfach selber zurückgegangen und man hat hier nicht von Deportation gesprochen in dem ägyptischen Staat. Diese Situation ist extrem zugespitzt und dann hatten wir Situationen, wo dann die Fluchtbewegung aus Ägypten raus über das Mittelmeer, der vor allem syrischen und palästinensischen Flüchtlinge war. Und auch diese Boote wurden vielfach gestoppt. Die Flüchtlinge, die auf den Booten wurden, wurden zurück ins Land geholt, in Alexandria, vielfach in Polizeistationen festgehalten über Monate hinweg. Es gab eine Situation, die wir damals mit beobachten mussten, in der die Coast Guards an der Küste auf ein Boot geschossen haben, als das Boot versucht hat, zu
aus Ägypten rauszufahren. Dabei sind Menschen ums Leben gekommen und das Ganze war von ägyptischer Seite. Das ist eine Art und Weise des Grenzschutzes, des Rechts auf, wir verlassen dieses Land, weil wir hier nicht mehr sicher sind, uns hier nicht mehr sicher fühlen in der Situation, in der sich die politische Anspannung auf uns entlädt, auf die Bevölkerungsgruppe der syrischen Flüchtlinge in Ägypten. In der Zeit haben sich Aktivisten in Alexandria zusammengetan zu einem Refugee Solidarity Movement, einer Civil Society Organisation, die in diese Gefängnisse und Polizeistationen rein ist und angefangen hat zu dokumentieren, was hier passiert. Zahlen, Angaben zu, da waren Kinder, da waren Kranke und alles wurde in diesen hauptsächlich Polizeistationen festgehalten. Ich bin damals in Ägypten gewesen und aktiv an diesem Movement, was tatsächlich ein aus ägyptischen Aktivisten bestehende Bewegung war, bin mit denen aktiv geworden in einer teilberatenden Tätigkeit und aus diesem Movement hat sich diese Organisation, das Center for Refugee Solidarity, raus entwickelt. Zusammen mit zwei ägyptischen Aktivisten haben wir das etabliert in Schweden. Das liegt daran, dass der eine Mitbegründer aus Ägypten selber Ägypten verlassen hat, als anerkannter Flüchtling jetzt in Schweden wohnt, aufgrund seiner Arbeit aus Ägypten raus musste. Wir haben uns in Schweden registriert, weil es nicht die Möglichkeit gab, das in Ägypten zu tun. Wir haben es immer wieder durchdacht und überlegt. Ich war zu der Zeit selber noch in Ägypten, aber es war nicht möglich. Wir hätten uns nicht registrieren können. Das heißt, wir arbeiten in einer Situation, in der man aus Schweden über unsere Netzwerke in Ägypten versucht zu dokumentieren und rauszukristallisieren, was geht immer noch weiter vor. Es wird immer schwieriger. Einer der Fälle, in denen wir 2014 viel gearbeitet haben, war eine Situation in Karmus. Das ist eine Polizeistation in Alexandria. Da wurden 70 Flüchtlinge festgehalten. Der Großteil dieser Flüchtlinge kam übers Boot aus der Türkei, wurden auf einer Insel vor der Küste Ägyptens von ihren Schleppern abgesetzt. Da gab es einen Disput auf dem Boot, die haben sie da einfach rausgelassen und sie wurden dann gerettet von den ägyptischen Coast Guards wieder. Wurden dann, genauso wie auch in den Jahren davor, in kleineren Zahlen, wurden dann mit nach Alexandria genommen und da in der Polizeistation festgehalten. Das ist alles passiert im Oktober 2014. Das Ganze hat sich einfach sehr, sehr lange hingezogen. Die wurden in dieser Polizeistation festgehalten. Es gab schon wenige Tage danach von der National Security die Anordnung, dass die Flüchtlinge deportiert werden sollen oder auch wieder über das gleiche System, über eigene Finanzierung zurückgebracht werden in die Länder, aus denen sie nach Ägypten gekommen sind. Viele davon hatten keine Papiere, über die sie hätten zurückreisen können. Teilweise haben sie sich auch einfach über die Erfahrung, über das Wissen, was hier passiert, geweigert, das zu tun. Und sie wurden in der Polizeistation weiter festgehalten. Das hat sich gezogen bis in das nächste Jahr im März, im Februar fing es an, dass eine Gruppe von 30 Flüchtlingen in den Hungerstreik gegangen ist, um Aufmerksamkeit auf den Fall zu legen. Und wir sind in Koordination mit einer Gruppe, die aus der Polizeistation selber versucht hat zu kommunizieren und haben das Ganze dann in einer gewissen Weise versucht, einfach weiter zu streuen. Am Ende ist es dazu, tatsächlich dazu gekommen, dass im Juni 42 der Flüchtlinge nach Deutschland umgesiedelt wurden über Resettlement-Programme. Aber wir haben eine Situation, in der eine Gruppe von Flüchtlingen, die aus der Türkei über das Mittelmeer wollten, nicht nach Ägypten rein wollten, aber in Ägypten gelandet sind und über 8 Monate lang in einer Polizeistation festgehalten wurde. Das ist häufig der Fall. In dieser speziellen Polizeistation sitzen immer noch eine Zahl von momentan, den Stand, den wir haben, sind es zwei somalische Flüchtlinge,
noch wieder dort festsitzen, 9 aus Äthiopien, 5 aus dem Sudan und 4 aus Eritrea. 2 davon sind unbekleidete Minderjährige, die in dieser Polizeistation festsitzen. Das Ganze ist sehr, sehr schwierig aus Ägypten raus zu dokumentieren und das ist, wie gesagt, allein schon über unsere Arbeit, wie wir das tun, sehr schwer und das ist erschwert durch die Situation, die wir in Ägypten selber haben. Da ist ein andauernder Crackdown an der Civil Society Organisationen in Ägypten. Wir haben früh an, in 2014 hatten wir die Situation, dass AMIRA, African Middle Eastern Refugee Assistance, eine der zentralen Organisationen in Ägypten, die im Schutz der Flüchtlinge tätig waren und wirklich eigentlich regierungsmäßig keine kritische Rolle gespielt haben, sondern die haben Rechtsberatung gegeben für Flüchtlinge, um dann weiter im UNHCR-Prozess ihr Refugee Status Determination durchzuführen und so weiter und so fort. Diese Organisation gibt es nicht mehr. Die ist zum Fall gekommen über die neuen NGO-Richtlinien. In Ägypten waren ja sehr, sehr lange keine Organisation registriert. AMIRA war eine Organisation, die in Großbritannien registriert ist und aber aktiv in Ägypten den Löwenanteil der Flüchtlingsarbeit getragen hat. In diesem Registrierungsprozess haben sie dieser Organisation Dinger ausgemacht und das war's. Es gibt sie nicht mehr. Das ist eine Lücke, die in Ägypten entstanden ist, die unfassbar ist. Die UNHCR kann nicht tragen, was in Ägypten passiert. Und die haben einen wahnsinnigen Teil dazu beigetragen und es gibt sie nicht mehr. Gerade letzte Woche wurde die Schließung einer Organisation, El Nadim, die sich mit Opfern von Folter beschäftigen, im Zuge der in den letzten Monaten immer wieder aufkeimenden Wut aus Ägypten über Polizeigewalt. Momentan sieht es so aus, als wäre El Nadim das nächste Opfer dieser Geschichte. El Nadim ist einer unserer engsten Partner in Ägypten für Flüchtlinge, die eine sehr vulnerable Situation haben in dem Land und immer wieder Opfer von willkürlichen Verhaftungen werden und auch dann mehrfach durch Folter gehen, ist El Nadim eine zentrale Stelle für Psychosocial Services und so weiter und so fort. Die stehen vor dem nächsten aus. 2 unserer Aktivisten, die zentrale Rollen in der Entstehung des Refugee Solidarity Movements damals gespielt haben, Mahinur El-Musri und Taher Mokhtar, sitzen beide im Gefängnis. Die sitzen nicht im Gefängnis für die Arbeit, die sie für die Flüchtlinge tun, sondern die sitzen im Gefängnis für ihre Arbeit als Menschenrechtsverteidiger in ihrem Land für ihre eigenen Rechte, aber es sind auch die wenigen Personen, die sich ausgesprochen haben für die Rechte der Flüchtlinge. Das sind die gleichen Menschen, sie werden nicht verhaftet für das, was sie tun in der Flüchtlingsarbeit, aber sie werden verhaftet für das, was sie tun in der allgemeinen gesellschaftlichen Situation in Ägypten. Es ist sehr, sehr schwierig, das aufrechtzuerhalten und das Monitoring weiterlaufen zu lassen, weil wir leider vielfach sehen, dass die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, nicht mehr verfügbar sind und diesem Crackdown verlaufen. Das heißt, in der Summe ist es, glaube ich, wichtig, dass in Ägypten ist es kein dieser zivilgesellschaftliche Crackdown in Ägypten ist nicht darauf gemünzt, das zu tun, um die Flüchtlingsarbeit einzuschränken. Aber die Flüchtlingsarbeit leidet darunter extrem und kann kaum stattfinden in einer Situation, in der es eigentlich extrem notwendig wäre, dass das getan wird. Und ich glaube, das ist so die Quintessenz der Situation in Ägypten, ist eine Situation, die sich mehr und mehr zuspitzt. Und die letzten Wochen haben es immer wieder gezeigt. Und die Gruppe der Flüchtlinge leidet darunter extrem. Und wir tun uns schwer, daran arbeiten zu können, weil es einfach eine Risikofrage ist in Ägypten. Ganz herzlichen Dank, Jasmin. Ich denke, wir haben jetzt nochmal wieder gehört, wie es um die Menschenrechte von Flüchtlingen bestellt ist. Und unsere Überschrift ist ja Pakt mit Despoten auf Kosten der Flüchtlinge. Eigentlich könnte es auch heißen Pakt mit Despoten auf Kosten aller, gerade auch im Lichte dessen, was du eben nochmal gesagt hast.
Was mich immer umtreibt, das hatten wir heute Morgen auch schon, ist dieses Schweigen. Dieser Prozess ist angelaufen, es wird irre viel Geld investiert, die Zahlen bekommen wir auch. Aber wo immer wir sind und fragen, was konkret soll denn gemacht werden, bekommen wir keine Antworten. Wir waren jüngst auf einer Veranstaltung in Erfurt, da war ein Vertreter des BMZ, der leider heute nicht kommen konnte, wie auch alle anderen BMZ-Vertreter abgesagt haben und alle anderen GIZ-Vertreter. Und auch da haben wir wieder, hat er uns die Zahlen genannt und wir haben gesagt, ja, was heißt das jetzt konkret? Keine Antwort. Ein Kollege von uns war in Khartoum beim deutschen Botschafter, hat auch gesagt, was ist denn jetzt geplant? Und der deutsche Botschafter hat gesagt, auch das wissen wir jetzt eigentlich auch noch nicht so genau. Und 3 Tage später ist die erste Charge von den Millionen übergeben worden. Wir wissen, dass ein Plan zum Beispiel ist, Vocational Training Center aufzubauen im Ostsudan, damit dann die Flüchtlinge nach Möglichkeit, die Eritreischen, wunderbar ausgebildet, weil es ja alles Wirtschaftsflüchtlinge sind, wie wir gerade noch mal gehört haben, gut ausgebildet wieder happy nach Eritrea gehen. Wir haben eben sehr genau gehört, eritreische Flüchtlinge können im Moment nicht repatriiert werden. Also die große Frage, was genau soll denn nun passieren, außer Ausbildung von Polizei? Das ist nämlich eine konkrete Maßnahme, die man auch immer wieder in Papieren findet. Was genau soll passieren? Wir haben aber auch mit Bundestagsabgeordneten gesprochen, die mit dabei waren auf der Reise von Minister Müller. Und da hat uns jemand gesagt, es ist ja wichtig, dass man überhaupt im Dialog ist. Es gibt ja auch andere Dialogprogramme des Auswärtigen Amtes in Richtung Sudan. Ich würde gerne noch mal die Frage stellen, ob jemand hier vom Podium, eine von euch dreien, uns noch etwas erhellen kann, ob ihr noch Informationen habt, was geplant ist, oder aber natürlich auch, was eure Vermutung ist, warum wir überhaupt keine Informationen bekommen. Annette, möchtest du anfangen? Also zu den 2 letzten Punkten, die du genannt hast. Es ist tatsächlich so, und ich glaube, da hat Valeta, da wirst du vielleicht auch noch mal was zu sagen, zu den Gipfelergebnissen, dass sich auch im Khartoum-Prozess ziemlich klar herausgestellt hat, dass es sehr unterschiedliche Interessen gibt. Die Interessen der regionalen Eliten, also der Regime vor Ort, mit den Erwartungen der Europäer überhaupt nicht übereinstimmten. Die Erwartung der Europäer tatsächlich eher in die Richtung ging, wir machen jetzt ein bisschen was, wir unterstützen die erste, also das erste, die erste Geldüberweisung geht an UNHCR in Kassala, wir machen quasi das Lager schön, bessere Ausbildung, also eine Verbesserung der aktuellen Situation der Bevölkerung, der Flüchtlingsbevölkerung, aber eben ohne die Konsequenzen zu bedenken, ja, ohne zu bedenken, was heißt das? Was heißt das, dass quasi wieder ein Lager aufgerüstet wird und nicht eine andere Ansiedlungspolitik unterstützt wird? Was heißt das für die Reputation des Sudan, der sich damit natürlich dann brüsten kann, weil er ja weiterhin nicht die volle EZ-Leistung kriegt, weil wegen der Menschenrechtssituation vor Ort natürlich. Und es aber auf der anderen Seite so ist, dass die Angebote nicht angenommen wurden, weil die Regime vor Ort das gar nicht so attraktiv finden, das bisschen, was da angeboten wird, also damit einhergehend sich beschränken zu lassen. Also von daher ist es tatsächlich so, dass jetzt zwar das 3. Treffen stattgefunden hat, aber die nicht zu einer Einigung gekommen sind, welche Projekte jetzt konkret unterstützt werden sollen. Ich glaube, auch daraus lässt sich schließen, dass jetzt doch schnell wieder über Projektunterstützung gesprochen wird. Das ist klar, Eritrea und Sudan können nicht über die Regierung unterstützt werden. Auch die Polizeiausbildungsprogramme, die stehen da drin. Und es steht drin, dass quasi zur Bekämpfung von Schleusern die Sicherheitskräfte in diesen Ländern ausgestattet werden sollen. Aber diese Programme stehen nicht. Also ich glaube, da tut sich auch die Bundesregierung keinen Gefallen, da nicht transparenter zu werden, weil das alles läuft quasi so noch nicht, aber es steht da drin und quasi damit ist das Potenzial auch da. Und auch da ist natürlich die Konsequenz nicht mit bedacht. Ja, wenn man klar davon ausgehen kann, dass die Schleuseringe in der Region ja nicht ohne die Unterstützung der Sicherheitsakteure aus der Region funktionieren kann. Also weder eritreisches Militär noch die Grenz, die
die Grenzpolizei oder die Militärpolizei, die an der Grenze ist, des Sudan, dass die natürlich Teil des Problems sind, dann ist die Konsequenz nicht durchdacht, zu sagen, wir unterstützen da was. Es sei denn, man möchte ganz gezielt quasi verhindern, dass Eritrea aus Eritrea weggehen können. Dann würde das die Unterstützung dessen Sinn machen. Und ich glaube, dass dort quasi so eine, diese, was wir auch hier in Deutschland in der Diskussion permanent erleben, diese Diskurs getrieben ist von der Abschottung und das soll, alle Leute sollen irgendwie wegbleiben. Aber die Maßnahmen, die quasi in diesen Prozessen mit bedacht werden, so ein eklektisches Konglomerat sind. Also Kirchen unterstützen Eritrea. Ja, was sind jetzt, also wo man sich auch wieder fragen muss, also mit welchen Partnern? Diaspora unterstützen. Wir hatten vorher darüber gesprochen, was ist die Rolle von Diaspora, zum Beispiel Diaspora Eritrea. Natürlich sind viele Diaspora Eritrea Akteure in den Schleusernetzwerken und verdienen daran. Also man kann das ja nicht einfach so en bloc sagen, das sind jetzt die Guten und mit denen arbeiten wir zusammen. Oder diese Organisation ist jetzt, also wie die Regierung von Eritrea, wie die Regierung von Südsudan, die waren mal Rebellen und deswegen unterstützen wir die. Und ich glaube, dass da ganz viel quasi durcheinander fliegt und die Idee des Abhaltens mit den konkreten Maßnahmen, die nicht konsequent durchdacht sind und die sich letztendlich ja, gegen die Bevölkerung stellen, aber ja nicht neu sind. Ich glaube, das ist vielleicht mein abschließender Punkt. Wir reden jetzt über diese Dialoge im Zusammenhang von Migration, aber wir reden natürlich schon lange über diese Dialoge, weil wir zum Beispiel im Sudan sehen, dass das Regime, seit es das Regime gibt, oder besser gesagt seit 1955, ja permanent im Krieg mit der eigenen Bevölkerung ist. Wo natürlich doch auch gedacht wird, dass man durch Dialogforen, wo die verschiedenen kämpfenden und politischen Opponenten zusammenkommen, vielleicht eine Veränderung herbeigeführt wird. Ich denke, in Eritrea haben wir diese Frage uns noch nicht gestellt, aber das wird sicherlich kommen. Nur muss man dann natürlich auch immer überlegen, wer hat da welche Interessen, wer will da überhaupt über was reden? Und ich glaube, da sind wir einfach noch nicht klar. Aber ich würde quasi sagen, das ist jetzt alles Mist, weil das mit Flüchtlingen zu tun hat und wir wollen nicht, dass die sich Gedanken machen, diplomatische Kontakte aufzunehmen. Das würde ich auch so nicht verteufeln, weil wir haben es natürlich in vieler anderer Hinsicht, haben wir diese Dialoge und quasi erklären uns auch immer wieder, warum es doch Sinn macht, auch zum Beispiel mit der südsudanesischen Regierung in Kontakt zu bleiben oder im Gespräch zu bleiben. Also ich glaube, da darf man auch nicht zu kurzfristig denken, wenn wir jetzt nicht mehr mit denen reden, dann wird es besser. I think I would like to look at the fact that something really pops up. When we are talking about all those countries, why has Sudan suddenly become so attractive? And I would like to take us back to why this whole human trafficking thing started. It started actually from Eritrean refugees being abducted from government-protected refugee camps in Sudan. That's where they started picking them and taking them for all other purposes we know about, even before they reached Israel. So I think it's just strange to see that a country like Ethiopia, which receives really a substantive amount of refugees, of Eritrean refugees, makes even appeal to NGOs to support Eritrean refugees in Ethiopia, is not yet considered a worthy partner on the table right now. But Sudan is attractive and all over and being talked about and discussed with. So one thing, I'm not really surprised to hear that the first fund is going to UNHCR to strengthen the camps. Well, is it to make it nice or to make it stronger? I don't know. But we also know that the human trafficking mafia is really strongly ingrained with ties to the Sudanese government. That one we know. Because if the refugees from there, from, you know, with the outcry we know, we started all from people being abducted from government-protected areas. How did they manage to make it all the way to the Sinai?
You know, and how did the state apparatus, the security apparatus fail to be able to protect along all those lines? So I just want to, I think at this point, we can point or we can bring out all the details and point what needs to be done. But I think it still calls on us, the civil society, to look into, to really look into what is happening to those funds. Even if they try to hide it, it's also our role to be able to bring it also, to make it public, to make noise about it. Because even the choice of the countries which they start the negotiations actually can already foreshow, you know, make us foresee the intention of the whole thing. It's just to keep people out. But how will you keep people out when you are creating more problems when you are trying to dump the people? So I think that's some of the considerations we should have. Thank you very much, Angeline. Ich glaube, eben haben wir ja nochmal auch so einen Teil gehört. Also ich habe immer das Gefühl, werden jetzt diejenigen, die ohnehin am Trafficking schon verdienen, nochmal von uns, also jetzt uns, der westlichen und internationalen Gemeinschaft, auch nochmal bezahlt. Denn dann ist das ja wirklich ein super, super Deal eigentlich. Dann kriege ich das zweimal. Jetzt haben wir hier aber erstmal für den Moment genug geredet. Ich würde gerne Sie jetzt bitten, Ihre Fragen, Ihre Kommentare zu stellen. Ich würde gerne immer so drei sammeln, wenn euch das recht ist. Ist das okay? Und wenn Sie sich vielleicht vorstellen könnten und wenn Sie eine Frage haben, auch nochmal sagen, an wen von den drei Damen das gerichtet ist. Vielen Dank. Mein Name ist Ernst Kantner, ich bin aus Potsdam, ich bin engagierter Bürger. Ich möchte voranstellen einen Begriff, der viel Furore gemacht hat, Lügenpresse. Wir lesen immer nur die dramatischen Zahlen, die verursacht werden durch die Länder selbst, aus denen die Flüchtlinge dann nach Europa kommen. Und wir lesen niemals die Informationen, die Sie jetzt gerade präsentiert haben. Ich nehme an, unseren Regierenden ist das auch unangenehm. Gerade wenn Sie zu Recht fragen, was passiert mit dem Geld, das letzten Endes wir bezahlen, und dass das in einer Weise verwandt wird, dass eigentlich keinem dient. Ich würde eine einfache Frage an Sie richten wollen. Warum ist das so? Warum haben Sie in Deutschland keine bessere Presse? Warum wird der Bürger nicht besser aufgeklärt über diese wirklich wichtigen Hintergründe? Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Infos des Panels. Ich fand es sehr bereichernd. Ich glaube, Dr. Angeline, wenn ich Sie so nennen darf, hat den Finger auf die Wunde gelegt, indem Sie gesagt haben, diese Verquickung im Aktionsplan und mit dem Treuhandfonds von Entwicklungshilfe mit Migrationspolitik gipfelte in La Valletta, ist jetzt, wie Annette Weber sagt, ins Stocken geraten, weil man sich nicht de facto über Projekte einigen kann. Aber ich glaube, dass es unsere Aufgabe wäre, dezidiert diesen Treuhandfonds zu überprüfen, also über Europaparlamentarier und alle möglichen Akteure, die da überhaupt eine Rolle gewinnen können. Der Treuhandfonds als solcher ist ja als ein Instrument der EU unglaublich gepriesen. Wenn wir mal kurz vom Khartoum-Prozess wegschauen, Zentralafrika, wird der Mechanismus als solcher als Reaktion auf Konflikt gepriesen, weil er halt viel flexibler, unbürokratischer und so weiter agiert. Aber alle haben darauf hingewiesen, dass genau diese Watchdog-Funktion bei diesem Treuhandfonds, der eben Migrationspolitik mit Entwicklungspolitik verbindet, ziemlich unklar ist. Und das fügt noch was hinzu, Marina, zu den ganzen Unklarheiten, die du benannt hast, nämlich wer soll draufschauen, welche Projekte jetzt mit
Ägypten, mit Somalia, mit dem Südsudan und so weiter verhandelt werden. Und wer kann das auch regulieren? Und wie wird Zivilgesellschaft überhaupt gehört? Ja, also alle Punkte, die Sie genannt haben, Dr. Angelin, wie kann man die in diese Projektierungsphasen des Treuhandfonds überhaupt einbeziehen? Oder zumindest das Schlimmste verhindern, was getan wird. Ich glaube, da sollte unser Augenmerk stärker liegen. Dann habe ich eine Anmerkung zu Ägypten. Weil heute Morgen wurde die ja, oder im vorigen Panel wurde die AU ein bisschen gepriesen in den Verhandlungen auf La Valletta hin. Fand ich auch sehr richtig, nämlich zu sagen, zumindest haben sie Agadez als, ne, so Transitlager, wie sich die EU das vorgestellt hatte, verhindert. Hat also eine ganz, sagen wir mal, produktive Rolle ja in den Verhandlungen gespielt. Ägypten, also Regierungsvertreter Ägyptens, waren eigentlich in La Valletta so ein bisschen die Spoiler. Also sind sehr selbstbewusst gegen Forderungen der EU aufgetreten. Und ich glaube, auch das müssen wir nochmal analysieren, warum die Regierung Ägyptens so aufgetreten ist. Weil, was ich sehr skandalös finde, und das wurde jetzt bei dem Beitrag zu Ägypten nicht genannt, ist, dass ausgerechnet Ägypten das Land sein soll, wo diese Polizeiausbildung, auf die man sich ja sehr schnell geeinigt hat, dass das da stattfinden soll, ist ein absoluter Skandal. Genauso wie vielen Dank für die Infos in diese Runde auch, ich das als skandalös finde, und darüber redet niemand. Wir reden ganz viel über die Türkei, aber nicht über das, was Israel im Moment macht. Und wir im offiziellen Politikdiskurs Flüchtlinge als Infiltranten bezeichnet werden, und westliche Politiker regen sich darüber überhaupt nicht auf. Auch nicht über die Deals mit Ruanda und Uganda und die ganzen Folgen, die Sie dargestellt haben. Vielen Dank auch da für die Information. Hier vorne noch. Sabine Eckhardt von Medico. Ich wollte hier nochmal anschließen an den Treuhandfonds. Der wird ja aus meiner Sicht ziemlich überbewertet. Das ist sehr viel Geld, 1,8 Milliarden. Aber wenn wir jetzt vergleichen mit dem, was die Türkei gefordert hat und was man ihr in Aussicht gestellt hat, 3 Milliarden, ist das in Anbetracht der Region, über die wir sprechen, wenn wir jetzt nur auf die Khartoum-Region gucken, ist ja auch für die Rabat-Region gedacht, das Geld. Und wenn man weiß, dass diese 1,8 Milliarden aus dem Europäischen Entwicklungsfonds kommen, dann sehen wir, dass hier eine Umleitung von langfristigen Entwicklungsgeldern auf kurzfristige Maßnahmen, die vermeintlich Handlungsfähigkeit unter Beweis stellen sollen, in sehr unterschiedlichen Kontexten umgelenkt wird. Das ist ersichtlich. Das kann man auch aus den Presseerklärungen der Europäischen Kommission nachlesen. Da werden 20 Millionen hier abgeladen und 7 Millionen da und 2 Millionen dort. Das sind alles symbolische Aktionen, wäre meine Einschätzung. Würde ich gerne wissen, ob Sie und ihr das so teilt. Und die Frage wäre für mich, ob man nicht grundsätzlich solche Instrumente in Frage stellen sollte, anstelle sich daran abzuarbeiten, Einzelmaßnahmen. Wir wissen, wohin der Hase läuft. Wir haben es im Rabat-Prozess gesehen. Jetzt wird es neu aufgelegt im Khartoum-Prozess. Es wird in den Verhandlungen mit der Türkei wieder ähnlich laufen. Die Frage wäre, was sind die Alternativen, die wir fordern an eher strukturellen Maßnahmen statt Symbolpolitik? Thank you very much for the questions. I would like to respond to the question relating to the governance of the trust fund. In my considerations, actually, when I was actually asked to talk here, I had a series of questions about that, those funds, because we are meeting here like civil society. But in all the discussions so far, I haven't heard anything about civil societies. And the countries which they are negotiating don't even allow civil societies to operate. If we see most civil society, almost everybody has left Eritrea a long time ago. Almost everybody has left Sudan.
and very few are allowed and under very restrictive conditions. So the questions now become now, the trust fund, is it only to be governed on bilateral basis between the EU and the governments? And what happens to the civil society? What is the connection between we here and those funds? Because if we are sitting here like civil society, providing reality, evidence from the field, the impact of those decisions in the field, what is our say on those funds? Then the questions now become, you know, I know the Valletta paper also establishes the link, how the funds should go from relief, rehabilitation, and development, which means that we see at least three layers here. The layers of relief, the immediate help, you know, the immediate response, humanitarian, which is still a safe point. Then we see the development point, which will have to do with providing economic incentives to those countries receiving those refugees. Then there's another partner which is playing a lesser role. And unfortunately, I also want to remind something which I missed out on my presentation here, is that the moment you rescue a refugee, there's an aspect which very little people are talking about. You talk about the psychosocial state of the person you rescue, because the studies have proven, the studies that we carried out and published prove that the refugees, by the time they reach wherever they reach in Europe, they are damaged human beings. But how much is being done on that? So even if working in those transit countries, who will do that? Do I see a government who will provide the non-food items, the instant relief? Do I see a government who will train, provide skills, and insert in the economy? Do I also see a government who will provide psychosocial or support to help the person cope with the trauma they've been through before being rescued? Now, the question, that's why it always boils down to the question of what is our connection here to the whole discussion? If those funds are to be governed, who sits in the governing board? Who determines how much goes for relief, how much goes for, and actually in what sequence? Do we, if we are actually going to give, if those funds will be given to Uganda, what will be the focal point of it? Will it be the same role? Will it be the same sequence of relief, rehabilitation, development, or will it be maybe development, rehabilitation, or the other way around? If we are actually going to get some of those funds to Ethiopia, what is our role as civil society? How do we channel what we think, you know, should be done, and who should govern, who should discuss which aspects of those funds for which projects with which country in which frame? And how do we leave now from that relief, rehabilitation, development paradigm, go now to look into more fundamental issues which actually contribute to the push factors, human rights? How do we go and move into that when we are dealing with contexts which are completely repressive? Thank you. Ja, ich würde dem absolut zustimmen und trotzdem ganz gerne vielleicht kurz so eine Devil's Advocate-Rolle einnehmen. Wenn man sich die Diskussionen Europas oder der europäischen Mitgliedstaaten hinsichtlich gerade der Region am Horn von Afrika anguckt, und ich glaube, Äthiopien ist jetzt auch mehrmals gefallen, auch in Äthiopien gibt es keine Zivilgesellschaft, auch Äthiopien ist quasi ein Regime, das abschafft, genauso wie Eritrea, oder nicht so schlimm wie Eritrea. Also wir haben quasi die Ansprechpartner, die wir uns wünschen, in all diesen drei Ländern nicht. Wir haben eine Drohkulisse aus all diesen drei Ländern, die zum einen sagt, es kann noch viel schlimmer werden, nicht nur mit den Flüchtlingen. Also wir wissen ja, wie der Sudan mit der eigenen Bevölkerung umgeht und umgehen kann. Und natürlich gibt diese Drohkulisse, da machen die natürlich vor den Flüchtlingen auch nicht Halt. Aber es gibt natürlich auch die Drohkulisse, die das toppt und wo A, die Libyen und Syrien immer wieder ins Spiel gebracht wird von diesen Regierungen, die eben sagen, wenn wir scheitern, dann habt ihr ein zweites Libyen, dann habt ihr ein zweites Syrien, dann habt ihr richtig viele
Flüchtlinge. Und nicht nur habt ihr richtig viele Flüchtlinge, sondern dann ist quasi das, was in der Region ohnehin, wenn man sich anguckt, Boko Haram von N'Djamena, von Libyen, ISIS und Al-Shabaab aus Somalia, dann habt ihr auch ein viel größeres Problem mit dschihadistischen Organisationen und der Antiterrorbekämpfung, in der wir natürlich seit langem aktiv involviert sind und seit langem in dem Zusammenhang mit all diesen Regimen schon sprechen. Ich glaube, dass dort auch nochmal nachgedacht werden muss, dass die Diskussion über Migration natürlich keine Diskussion ist, die sich daraus lösen lässt. Und dass man da auch sich quasi diese Diskussion klarer machen muss, was heißt es, wenn die Bundesregierung dann sagt, nur wenn wir noch Einflussmöglichkeiten haben, können wir überhaupt über Menschenrechte sprechen. Das heißt auch, dass sie sich letztendlich auch quasi unter Druck setzen lässt aus den Regierungen, die sagen, wenn ihr nicht mehr so mit uns redet, dann habt ihr auch überhaupt keine Einflussmöglichkeiten mehr. Und das ist sicherlich ein Druck, der hier nicht nur im Parlament, sondern auch in der Regierung Wirkung zeigt. Wie damit umzugehen ist, ich glaube, da bräuchten wir noch viel längere und viel, viel tiefere Diskussionen. Ich möchte nur davor warnen, dass wir quasi die Migrationsfrage so ein bisschen isoliert betrachten, sondern dass das Teil einer ganz großen anderen Diskursfrage ist. Ja, nur ganz kurz auf die Anmerkung zu Ägypten. Absolut, das ist ein Skandal und ich glaube, gerade in der Situation, in auch dem, was ich geschildert habe, was wir in Ägypten sehen im Umgang mit Flüchtlingen, ist das Wahnsinn, das als zentrale Aufgabe in Ägypten zu sehen. Und ich glaube, gerade diese Idee, was wir gesehen haben mit der Situation dieser Gruppe von Flüchtlingen in Kamus, die Lösung des Problems war, dass diese Flüchtlinge nach Deutschland umgesiedelt wurden. Das heißt, der Dialog mit der ägyptischen Regierung und die daran beteiligt waren, dass diese Flüchtlinge über 8 Monate ohne jegliche rechtliche Grundlage in einer Polizeistation in den schlimmsten Bedingungen festgehalten wurden, war nicht, dass es dazu führt, dass irgendwelche diplomatischen Verhandlungen dazu führen, dass diese Flüchtlinge freigelassen wurden, sondern die einzige Lösung war, dass sie aus dem Land rausgenommen werden, nach Deutschland, nach Schweden und nach Frankreich umgesiedelt werden. Wo soll denn so eine Verhandlung hinführen? Wo soll denn eine Kooperation mit so einem Staat ansetzen, wenn die einfachste Situation, in der es keine rechtliche Grundlage gab, dass diese Flüchtlinge dort festgehalten wurden, nicht gelöst werden kann im Land, sondern die Flüchtlinge müssen genau dahin, wo aus unserer Perspektive, aus der deutschen Perspektive, wir eigentlich vermeiden wollten, dass sie dahin kommen, sondern das Problem soll ja lieber dort unten gelöst werden. Und das ist absurd und absolut skandalös, dass in genau dieses System weiter investiert werden soll. Herzlichen Dank. Nein, tut mir leid. Im Moment, ich muss da ein bisschen streng sein, es tut mir sehr leid, weil wir leider nur noch 8 Minuten haben. Genau. Entschuldigung, jetzt haben Sie mich ganz aus dem Konzept gebracht. Ich denke, wir haben einmal die Situation, dass jetzt ja hier aus dem Podium auch Fragen gestellt worden sind ins Publikum und wir haben leider nur noch 7 Minuten. Also ich würde jetzt noch mal 3 Meinungen oder Fragen aus dem Publikum zulassen. Ich weiß, Ihre Frage ist nicht beantwortet. Ich denke, das liegt auch daran, dass wir keine Antwort haben, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Woher sollen wir wissen, warum das nicht in der Presse steht? Aber das ist ein Thema, was wir nachher auch noch mal weiter verfolgen können. Es gibt manchmal leider Fragen, auf die auch sehr hochrangige, intelligente und kluge Menschen auf dem Podium nicht so einfach eine Antwort haben. Und eine einfache Antwort wollen wir ja auch nicht. Ich nehme jetzt als nächsten Peter Schumann. Gibt es sonst, möchten Sie dann auch? Hast du schon erledigt? Okay, alles klar, sehr gut. Peter Schumann und nur Peter Schumann. Bitte jetzt melden, das ist sozusagen Last Chance. Okay, gut. Peter Schumann, ich habe lange Jahre im Horn von Afrika gearbeitet, mit den Vereinten Nationen, zuletzt mit UNMISS im Sudan, Somalia, anderen Gegenden. Meine Perspektive bezieht sich vielmehr auf das Denken, das Handeln der Regierung in der Region. Also ich kann wenig dazu sagen, wie diese Regierung in dieser Republik
tickt, was sie so denkt. Aber ich versuche mal, die Perspektive aus den Ländern mit reinzubringen. Vor allem Sudan. Wir haben immer wieder die Erfahrung gemacht, dass für den Sudan Flüchtlinge, Binnenflüchtlinge und Flüchtlinge aus Nachbarländern ein ganz wesentliches wirtschaftspolitisches, sicherheitspolitisches und außenpolitisches Instrument war. Ob wir zu der Flüchtlingssituation in den Ende der 80er Jahren in Kassala in der Ostregion zurückgehen oder die momentane Situation, es hat sich eigentlich immer bestätigt. Wenn ich mir jetzt die Verhandlungen anschaue zwischen der sudanesischen Regierung und den EU-Vertretern und der Bundesregierung, ist eigentlich das gleiche Instrumentarium wieder am Spiel. Es geht um Ressourcen, es geht um außenpolitische Ziele und es geht vor allem auch um sicherheitspolitische Ziele. Wir haben heute früh gesehen, dass die Grenzen in Westafrika sind Grenzen that kills, Grenzen, die sind tödlich. Im Horn von Afrika sind Grenzen borders that pay, Grenzen, die zahlen. In Dollars oder Euros, aber auch im politischen Kapital. Das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Wer treibt eigentlich diese Politik? Sind das die Transitländer oder sind das die Vertreter Europas? Mein Eindruck, meine Erfahrung ist, die Politik wird getrieben aus den Ländern selbst. Wir reagieren. Dadurch kommt höchstwahrscheinlich auch diese große Grauzone, diese große Unsicherheit, dass wir eigentlich gar nicht so richtig erklären können, was treibt denn die Bundesregierung da? Die finanzieren halt irgendwelche Projekte, genauso zusammenhanglos wie Entwicklungshilfeprojekte finanziert werden, werden eben damals so ein paar Vocational Training Projekte und ein paar andere Projekte gemacht. Natürlich vollkommen losgelöst von irgendwelchen größeren politischen Zielen. Ich sehe keine größeren politischen Ziele aus den Regierungen der Europäischen Union, außer wir müssen uns diese Flüchtlinge vom Leib halten. Das ist natürlich als politisches Ziel ein bisschen schwach. Noch eine ganz kurze Bemerkung zu den hier auch immer wieder aufgestellten Fragen. Also die Politik der Border Policy, was wird da eigentlich vertreten und warum wissen wir so wenig darüber? Ich möchte daran erinnern, an dieses riesige Projekt von IEDS und der deutschen Bundespolizei, um die Grenzen Saudi-Arabiens zu sichern. Das Projekt läuft seit 2009, damals noch unter Innenminister Schäuble unterzeichnet und später von dem Finanzminister Schäuble heftig verteidigt. Ist letztes Jahr der größte Teil fertiggestellt worden. Wir haben Bundespolizei, die saudi-arabische Polizisten ausbildet in der Kontrolle, in der Unterdrückung von Demonstranten, Unterdrückung von Flüchtlingen, von allen möglichen Leuten, die in prekären Situationen sind. Da gibt es sehr wenig Informationen. Warum berichtet die Presse nicht darüber? Weiß ich auch nicht, würde mich auch mal interessieren, warum eigentlich die bundesrepublikanische Presse so desinteressiert ist an dieser gesamten Fragestellung. Das kann man nicht nur loslösen. Vielen Dank. Vielen Dank für diese Ergänzung. Ich würde damit jetzt den Versuch machen, dieses Podium zu schließen. Ich denke, wir haben viele offene Fragen. Es ist die Frage ja zum Beispiel auch, wer redet eigentlich mit wem? Wir haben gehört, Zivilgesellschaft ist gar nicht beteiligt. Man könnte auch die Frage stellen, warum spricht denn eigentlich immer nur Regierung zu Regierungen? Ich kenne keinen Fall, wo zum Beispiel ein Parlament weder bei uns noch irgendwo anders auch mit zustimmen musste diesen ganzen Maßnahmenpaketen. Wir hatten die Frage, denke ich, die wir auch nicht geklärt haben, wie ist genau unsere Rolle? Sind wir jetzt eher der Watchdog und müssen da jetzt ausarbeiten, Benchmarks und Checks and Balances für den Treuhandfonds oder sagen wir, der Treuhandfonds ist eigentlich sowieso völliger Quatsch und wir müssen uns eher dagegen stellen, so eine Gegenmacht dazu bilden. Ich denke, da sind eine ganze Reihe von Fragen, die wir hier nicht lösen können, die aber ganz wichtig sind für unsere weitere Arbeit aufgekommen hier. Auch die ganze Frage, die Angelina auch nochmal sehr betont hat, wie ist das eigentlich, wer kümmert sich gerade in Psychosocial-Hinsicht um die Flüchtlinge in den Transitländern oder auch in anderen Gebieten, also eine ganze Reihe von Fragen. Gleichwohl würde ich gerne jetzt das Podium nochmal abschließen mit der Frage an euch alle drei. Wenn ihr jetzt eine Forderung hättet an Bundesregierung oder an die EU oder an die AU, welche wäre das? Möchtest du anfangen, Mette, wieder? Okay.
Möchtest du gerade antworten? Nee, da möchte ich nicht anfangen. Aber willst du nicht anfangen? Ja, also ich glaube, aus der Perspektive gibt es für mich eine Sache, genauer hinzuschauen. Genauer hinzuschauen, was sich hinter dem verbirgt, womit man in den Dialog tritt und was dahinter steht und wozu es führt. Wenn ich mir das in Ägypten anschaue, dann denke ich, wenn das so weitergeführt werden soll, würde, wie es soll, dann ist dann in Ägypten Schluss und weiter soll man nicht. Wie leben diese Menschen dort und in was für Situationen leben sie gerade nicht nur aus den Ländern, aus denen sie kommen, sondern auch in den Ländern, in denen sie dann aufgenommen werden oder auch nicht. Und das ist genau das Problem, glaube ich. Also genauer hinter die Fassade zu schauen und zu gucken, was dahinter steht. If I had one thing to say, I wish I would have at least three, but let me try to make it one. In the whole considerations, I think if efforts are genuine to look at a long term, from a long term perspective, because if something like the Berlin Wall will fall, whichever walls or they are building at the border will also end up falling. So I think that if they really plan on long term, they should really look into the push factors. And I'm just saying that despite the fact that the AU or the IGAD or even the UN have suspended Eritrea's membership, especially the AU, I think regional, you know, there's a way, some dialogue has to take place with the regimes, however restrictive they are. And if I want to look at specifically one detail, is I'm looking at a document which says that they will also engage the diaspora. I think within the diaspora, there's a major problem. If I'm looking at Eritreans, they are completely divided. So if already you can't bring them actually on a platform where they can talk, where they can even talk and agree on a position, I think that would be the softer part of the lobby, you know, to actually get the people to talk. And as they talk, even try to work on, not only, we see that sanctions are not working, because the whole world cannot agree on sanctions at the same time. There will always be a small group which will bypass the sanction and still go into agreements and treaties with the country being punished by the majority. So I think while you're working on the hard part, the front, the opposition front of imposing the sanctions, if they are not working, think about an alternative. What is a plan B? And I think in that plan B, even the society even now has the opportunity to show that they can work it. As I said, I'm not expecting things to backfire the second time, you know, like the first time with Isaias and the group. But actually, it doesn't mean that the door is not closed for dialogue. So I would really advocate to look at the dual perspective of reaching out to the governments, which are actually bleeding and watching, being bled out actually of their young and all their strong ones. Thank you. Würde ich mich gerne anschließen. Ich habe vielleicht auch zwei Punkte. Zum einen hatte ich vorher schon auch erwähnt, ich glaube, das knüpft auch ein bisschen an die Frage der Symbolpolitik und der politischen Ziele an, sich Gedanken über die politischen Konsequenzen dessen, was man tut, zu machen und in, denke ich, gerade so einer Sichtbarkeitsparadigma geschuldeten Aktionismus, den man im Augenblick hier sieht, der ist es nicht. Ich glaube, das lässt sich ziemlich klar feststellen und das ist was ich mir wünschen würde. Vor einem Jahr hätte ich noch gesagt, und da wäre ich jetzt vielleicht schon vorsichtiger und das bedeutet natürlich nichts Gutes, vor einem Jahr hätte ich vielleicht noch gesagt, ich würde mir wünschen, dass man die Ziele deutscher Außenpolitik auch in einem gesamten politischen Diskurs in Deutschland auch zu Flüchtlingsfragen diskutieren könnte. Das würde ich mir gerade nicht wünschen. Und ich glaube, das zeigt auch, dass wir natürlich nicht nur dorthin gucken sollen, natürlich, sondern auch hier. Was heißt der Diskurs hier? Warum haben wir so eine Diskussion über Flüchtlinge hier? Und das heißt nicht, dass man sich nicht um Außenpolitik kümmern muss. Ganz im Gegenteil, aber ich glaube, dass beides einfach auch sehr viel näher an uns rangerückt ist. Ganz herzlichen Dank für diese vorläufigen Schlussforderungen.
Herzlichen Dank nochmal, Jasmin, Angeline und Annette, und ganz herzlichen Dank Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Fragen.